Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu FIFA 22. Wir sind jetzt bei den Rückspielen angekommen. Und wir wollen natürlich mit HJK Helsinki spielen oder HJK spielen. Ich habe es vollkommen vergessen, eigentlich in meiner Cornelia Jacobs Fangroup zu antworten. Das wollte ich eigentlich tun, bevor ihr das Spiel angepfiffen wird. Aber spielen wir einfach mal weiter. Alter, was machst du? Ja, das war zu leicht. Ich wünsche mir eigentlich am liebsten, dass das Spiel so ausgeht, 0-0, dann, weil ich möchte endlich mal sehen, was mit dieser scheiß Auswärtstorregel ist. Wurde die jetzt abgeschafft? Muss man die erst ausstellen? Ich weiß es nicht. Wir werden es leider nur erfahren, wenn dieses Spiel auch tatsächlich 0-0 ausgeht. Weil 1-1 würde ja bedeuten... Ja gut, das hat sich jetzt eh schon erledigt. Dankeschön, dass ihr uns einladet, ein Tor zu schießen. Sehr schön, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Aber es ist jetzt so gut gepasst, wenn ich den Ball noch irgendwie dran an ihn vorbeigeschlonzt hätte, wäre das Tor offen gewesen. Ja, und Sparta Prag sammelt weiter schön gelbe Karten. Ich meine, das spannendste Spiel aus diesen Rückspielen werden ja eh das Spiel von Young Boys Bern sein. Und da wird sich entscheiden, ob wir nur mit drei Mannschaften, ob wir mit drei Mannschaften oder mit vier Mannschaften, nee, mit drei oder mit zwei Mannschaften ins Viertelfinale einziehen. Weil zwei haben wir ja automatisch durch die Auslosung gekriegt. Das fand ich sehr nobel von FIFA, wie die das gehandelt haben. Abseits, oder? Ach Mensch. Ach Mensch. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Aber es war mehr oder minder auch irgendwie erwartbar. Nun ja, schauen wir mal, wie wir uns hier noch schlagen. Also bisher ist es alles andere als gut. Ach Mensch, das war jetzt die beste Chance von uns und wir kriegen sie nicht rein, das ist natürlich so klar. Aber es geht weiter, wir geben uns hier nicht auf. Schreibt uns erst ab, wenn wir unter der Dusche stehen. Ach Mist, ja, das war nicht so clever, da einfach drauf loszurennen.
das war's mit der ersten Halbzeit. Wir haben noch die Chance aufs Weiterkommen. Gut, wir kommen so oder so weiter, das ist ja Sparta Prag. Bin ich mal gespannt, ob irgendjemand was gegen Hajduk-Split auszurichten. Weil Hajduk-Split wird wahrscheinlich die einzige Mannschaft sein, wenn wir es nicht verkacken, noch mit Young Boys gegen Sarah. Das ist ja ein sau offenes Spiel. So, jetzt machen wir erstmal den Anschluss. Wird wieder spannend. Durch Risky. Ach Mist. Ach. Blöd, blöd. Komm gleich wieder zurück mit der Antwort. Ah, nicht schlecht. Und was machen wir? Ach Mensch, ich hätte schießen sollen. Nein, 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 nein. Sehen wir gleich mal hier diesen Fächer. Mit ein bisschen Luft zu fächern. Ja, was soll's? Schluss aus, vorbei.
So, was haben wir als nächstes? Oh, als nächstes das Spiel. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.